Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Eigentlich müssten draußen jetzt unsere Sachen fertig sein, oder? Mit ein bisschen Glück müsste das gehen. Und dann sollten wir in 0, nichts eigentlich auch, hoffe ich, erstmal sammeln wir hier natürlich Sachen ein, sollten wir eigentlich auch den bei der Brücke wieder mitmachen können. Weil war jetzt heute, Moment, muss nachschauen eben, Kalender. Nein, das war jetzt morgen, gut. Nein! Nein! Das war nicht klug. Das war alles, aber nicht klug. Natalin, sehr schön. Ich fülle jetzt mal überall Benzin nach, ne? Nur so für den Fall. Yay! Alice wurde zu einer Bekannten, das ist schön. Ah, lass mal gucken. Hier müsste doch der Lehm ist gar nicht hier drin. Oder der ist woanders. Ja, der Lehm ist woanders drin. Aber wir können hier schon mal diese Dinger weglegen. Der Lehm war nämlich da drin. Jawohl. So, jetzt können wir hier den Lehm einbauen. Und dann haben wir das Ding hier fertig. So. Der Brückenpfeiler ist fertig. Zeit, das nächste zu bauen. Das war nämlich jetzt noch... Ja. Nicht das... Hier, der Stahlträger, den müssen wir noch bauen. Kann ich bitte mal das Dankeschön jetzt einmal weglegen? Für den Stahlträger brauche ich Bronzerohre, die wollte ich eigentlich herstellen. Eisenholzdiele und Eisenholzdiele und Stahlrahmen. Ganz viele Eisenholzdielen. Habe ich da denn noch welche oder muss ich die wieder herstellen? Davon haben wir gar keine mehr, oder? Das waren... Nein, da haben wir keine mehr. Aber Stahlrahmen habe ich den ersten schon, das ist gut. Weitere Stahlrahmen werden folgen. Kann es sein, dass wir die Stahl... Warte mal, hab ich wirklich so wenig Stahlrahmen? Oder habe ich die irgendwo versehentlich falsch reingelegt und... Egal, wir stellen erstmal Eisenholzdielen her. Das müsste hier gehen, genau. Dann fertige mal schön. Ach, dafür brauchen wir Schleim. Okay, das war mir so gar nicht bewusst. Ich glaube, das reicht. Das können wir jetzt abbrechen einmal. Und stattdessen wieder Carbonstahlbarren herstellen. Paranoid auftanken. Ja gut, die paar Stunden, das kriegen wir auch noch hin. Rahmen. Dafür brauchen wir jetzt, glaube ich, noch 5 Stück oder so, ne? Stahlrahmen. So. Dann nehmen wir den, der ist nicht hier, der ist hier drin. Dann können wir jetzt die Stahlrahmen einsetzen. Zack. Perfekt. Und jetzt müssten tatsächlich nur noch die Eisenholzdielen fehlen, Svander, oder? Die Bronzerohre und die Dielen, genau. Die Bronzerohre sind so gut wie fertig, die Dielen. Könnte ich hier theoretisch noch welche herstellen? Nein, die kann ich nur im Großen. Okay. Dann war das ein Fehler, dass ich keine Hartholzdielen mehr hergestellt habe. Wie lange braucht das? 2 Tage. Ja, klar. Okay. Das ist gleich fertig. Dann gehe ich mal oben ins... Huch. Sam möchte was mit uns machen. Das ist aber schön. Hey. Yo, Kid. Looking good. Be careful in the ruins. Don't expect me to save your butt every time, okay? Alles klar. Morgen. Ich sag mal ja, auch wenn da das Fest ist. Vielleicht kriegen wir es ja trotzdem fest hin. Wenn nicht, dann bringt es uns, glaube ich, auch keine Nachteile, wenn es dann abgesagt wird, weil wir es ja nicht absagen und niemanden versetzen, sondern einfach, weil es fester ist. Aber es könnte sein, dass es gar nicht mit dem Fest kollidiert. Das wäre theoretisch möglich. Oh, und ich kann morgen Fotos vom Fest machen. Das ist voll gut. So, was haben wir hier noch? Faserstoff. Das könnten wir herstellen, aber das bringt nicht viel. Wandlampen, das könnten wir eventuell machen. Kupferdraht, ja, das hätte ich auf jeden Fall. Isolierter Pflanzkasten. Ich gucke mal, ob ich einen isolierten Pflanzkasten... Das wäre einer oder 4 Wandlampen. Isolierter Pflanzkasten oder 4 Wandlampen. Ich gucke mal, was wir davon herstellen werden. Ich nehme erst danach an. Das habe ich mir jetzt wirklich angewöhnt. Zum einen eben wegen dieser Umstellung, die es mal gab, wo wir dann plötzlich andere Rezepte hatten. Ich mich immer noch ein bisschen ärgere.
Und zum anderen natürlich, weil... Ah, ich wollte Dünger nachlegen, oder? Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Es ist gerade noch so genug. Okay. Isolierter Pflanzkasten. Gucken wir mal. Das müsste... Ist das hier was? Das müsste sowas sein, oder? Schauen wir mal. Habe ich hier einen isolierten Pflanzkasten? Da sind Wandlampen. Da könnte ich genau 4 herstellen. Ich weiß gar nicht... Ist das sowas hier? Ein isolierter Pflanzkasten? Tatsache. Brauche ich einen großen Pflanzkasten? Kultivierte Erde. Nein, das habe ich nicht. Okay, dann wir stellen die Wandlampen her. Das passt schon. Hier. Da. Wandlampen. Wandlicht ist es nicht. Er wollte Wandlampen haben. So. Dann nehmen wir das jetzt an. Na, müssen unsere Bronzerohre fertig sein und vielleicht ja auch schon die ersten... Wieso habe ich Stahlrahmen übrig? Habe ich da zu viele hergestellt? Na, ist ja auch egal. Wir können den Auftrag annehmen und direkt wieder abgeben. Ich gehe da rein. Ich wollte gar nicht mit ihm interagieren. Ich wollte reingehen. Ich wollte unfreundlich sein. So, das war er... Das war Quiver, der die haben wollte. Bringt ein bisschen weniger, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir kultivierte Erde und einen großen Pflanzkasten, ich weiß gar nicht, ob wir da noch einen übrig haben. Ob wir den herstellen könnten, ob ich den aus der Kirche kaufen müsste. Wo ist denn Quiver jetzt? Okay, wir tracken es. Quiver ist unten am Ding. Okay. Nee, warte. Nicht okay. So, jetzt ist okay. Jetzt kann ich mir schön... Habe ich mir schön so ein Ding gemacht. Da muss ich mein... Ah, warte mal. Mint rede ich viel zu wenig. Hey. Spring is the best season for everything. Work, sightseeing, napping. Mint ist ein ziemlich verschlafenes Kerlchen, ne? Okay. Wir gucken mal. Ich schau mal wieder... Ich gucke jetzt nicht, ob wir neue Klamotten haben. Ich habe Wandlampen abzugeben. Der wird unten am Angelspot sein. Ja, da läuft er gerade. Ich sehe ihn. Ich sehe es ganz genau. Das T-Shirt. Ich sehe es. Da. Und es ist Mittag. Wunderbar. Auch nichts. Der Tag geht immer viel zu schnell vorbei. Hey. Nicht schlecht. Hier ist dein Lohn. Danke. Bitteschön. So. Ich weiß, wir hätten noch mit ihm plaudern können, aber ich möchte ehrlich gesagt unsere anderen Sachen abhaken. Und ich möchte mal ganz kurz den Punkt wegmachen. So. Ich finde das hier so hübsch. Und ich erinnere mich gerade daran, dass ich bei Gelegenheit noch viel, viel mehr Holz hacken muss, weil uns ist ja das Holz fast ausgegangen. So, theoretisch sollten jetzt die Bronzerohre fertig sein. Sehr schön. Dann kann ich die jetzt schon mal hier einbauen. Was ist denn das? Ein Tee über das Teeliebhaber ihren Tee gießen. Alles klar. Maximale Gesundheitspunkte gehen davon hoch. Ist das ein Accessoire, das ich ausrüsten kann? Oder ist das einfach was, was ich besitze dann? Was ich mir irgendwo aufstelle? Nee, nicht zurückholen. Wie nicht genug? Warum? Moment. Habe ich hier noch eins? Sonst muss ich nur mal eins herstellen. Das wäre ja ganz doof. Ja, Gott sei Dank. Dachte ich gerade wirklich schon, ich hätte das so. So, jetzt fehlen nur noch die... Wie viele insgesamt? 7 Eisenholzstielen fehlen. Okay. Wie viele habe ich hier schon? 2. Wow. Das ist ehrlich beeindruckend. Aber wenn ich noch eine habe, dann kann ich das machen. Dann räume ich erstmal schnell die Sachen weg. Dann räume ich erstmal schnell unser Inventar aus. Ich weiß gar nicht, was wir an dem Tag heute noch... machen. Vielleicht könnten wir... Das kommt alles nicht mehr hier rein, oder? Nein. Vielleicht könnten wir... Angeln will ich jetzt eigentlich nicht schon wieder, wenn ich so ganz ehrlich sein darf. Was fehlt denn hier eigentlich? Fehlt hier das Sulfat? Nee, Sulfat kann hier nicht fehlen. Was fehlt hier? Ich bin irritiert. Irgendwas haben wir komplett aufgebraucht. Aber was? Was haben wir komplett aufgebraucht? Kann ich die Kröte hier irgendwo absetzen?
Kann ich die Kröte hier irgendwo... Ja, die kann ich hier. So. Schön. Kröte einsortiert. Jetzt steht die tatsächlich hier drin. Das ist irgendwie süß. Ich würde das aber gerne... Mal ganz kurz. Ich würde das gerne hier austauschen. Die Kröte soll nach oben. Und weil die Kröte ja über dem Tee kommt, stelle ich die Kröte hier oben drauf. Und wobei andersrum ist hübscher, oder? Wenn die Kröte... Naja, so ist vermutlich doch schöner. So. Ja, das ist süß. Okay. Dann kann ich jetzt erstmal vielleicht düngen, während wir draußen auf unsere anderen Sachen warten. Das müssten wir eigentlich heute noch fertig bekommen. Das dauert etwas über einen Tag, aber dann müssten wir ja schließlich auch wirklich... Ja, komm. Düngen wir einfach mal fleißig. Es geht nur einmal. Das geht, glaube ich, auch nur einmal, oder? Ja. Aber hier müssten wir zweimal theoretisch düngen, auch nicht. Okay. Ich hätte mir vermutlich die kleine Lücke zwischen den Dingern sparen können. Aber ich finde es immer schöner, wenn wir nicht über unsere Felder drüber trampeln müssen. Und das müsste eigentlich noch gehen, dass die fertig werden. Es kann nur sein, dass ich danach nicht mehr anbauen kann. Da müsste ich tatsächlich mal schauen, wie lange die brauchen, um es zu beenden. Denn wir haben jetzt schon den 18. Und ich glaube, es sind... Sind es auch 18 Tage, die es braucht? Da kann ich nicht... Hier kann ich bestimmt... Genau, hier kann ich wieder. So, und hier natürlich auch nochmal. Sehr schön. So, jetzt kann ich hier schon mal die nächste wieder nehmen. Und damit kann ich die ersten wieder einbauen. Und die habe ich ja heute erst angefangen. So. Das erste Eisenholzding ist fertig. Dann können wir hier wieder fleißig einsammeln. Und die Sachen dann auch weglegen. Ich werde mal sicherstellen, dass wir hier genug Benzin haben. Okay, da haben wir mehr als genug Benzin. Den nehmen wir auch ein. Und dann legen wir jetzt unsere Sachen weg. Und dann gucken wir mal, was wir anstellen. Brauchst du Essen, Fischchen? Nein, aber ich könnte hier... Ah, warte. Oh, jetzt habe ich gerade... Habe ich gerade so einen Kratzen im Hals gehabt. Das war nicht schön. Was ich gerade sagen wollte, war, oh, ich könnte da noch mehr Fische reintun. Ich suche mir jetzt einfach Fische aus meiner Kiste. Und dann tue ich hier viel mehr Fische rein. Wir haben noch 22 Samen. Das ist ja nicht schlimm, wenn wir die nicht alle aufbrauchen. Oh Gott, mein Hals. Jetzt kratzt er. Moment mal ganz kurz. Ich werde schnell. Kleinen Moment. Okay. Oh, das hat jetzt echt mal im Hals gekratzt. Das ist die falsche Kiste. Wo ist denn die richtige Kiste? Die ist gar nicht hier, die ist in einer ganz anderen Ecke. Ich musste eben einen Schluck trinken, sonst hätte ich gleich nicht weiterreden können. Wir packen da ein, sollen wir einen Kaiserseeteufel Teufelszukommens machen? Wir packen da so ein Kaiserviech rein. So, und dann packen wir davon so einen schönen rein. Einen Koi haben wir schon, dann packen wir hiervon einen rein. Natürlich auch so einen und so einen hübschen hier. Und die werden wir jetzt alle draußen in unser kleines Aquarium tun, damit das Aquarium... Das ist ja eigentlich groß. Von daher sollte das ja gehen. Da passen bestimmt alle Fische rein. Hoffe ich. Wenn nicht, muss ich mir überlegen, welchen ich nehme. Was? Nein, ich wollte... Oh, Mann. Ja. Was mit dem... Katzenjau darf da rein, der Kaiserwimpelfisch darf rein, der Klingenfisch darf da rein. Und natürlich kommt auch wieder unser kleiner Koi-Karpfen hier rein, der Arme. Ich wollte ihm nicht seine Heimat wegnehmen, um Gottes Willen. So, du darfst hier auch wieder rein. Und der Goldlachs darf da rein und der kleine Feuerfisch darf da rein. Haben wir jetzt nicht ein sehr schönes Aquarium? Ich warte mal, bis ich sie wieder füttern muss. Aber ehrlich gesagt würde ich gerne unser Aquarium fotografieren einmal. Kann ich das bitte machen? Ich mag das Aquarium nämlich. Es erinnert mich so ein bisschen an das andere Aquarium. An. Sehr schön. An Mega-Aquarium, wo wir auch mit dem Aquarium gebaut haben. So, mal schauen, wie viel Deal wir jetzt haben. Eine. Toll. Vielleicht wird es auch doch nicht mehr heute fertig. Aber morgen, dann könnten wir es morgen abgeben. Heute war dann kein sehr produktiver Tag, muss ich zugeben. So, überhaupt nicht. Nein, nicht nehmen, sondern... Wir haben aber wirklich keine von diesen Dielen mehr. Ich hätte ein paar mehr herstellen sollen.
Naja, macht ja nichts. Kann ich hier eigentlich noch andere... das ist komplett falsch. Nee, kann ich nicht. Wir müssten eigentlich theoretisch unsere besten Maschinen schon hergestellt haben. Und ich wollte ja gucken, haben wir die Klinge der Bosheit? Genau, die hatten wir schon. Nahkampf 65. Aber das fortgeschrittene Eisenschwert ist so viel besser. Das Einzige, was eventuell besser sein könnte, ist das hier. Der Dreilauf-Schlangenbiss. Aber den habe ich, glaube ich, oder? Ich habe mir den Dreilauf-Schlangenbiss mal gebaut und dann hatte ich keine Munition dafür. Ich glaube, so war das nämlich. Und dann wusste ich nicht, wie ich da Munition herbekomme und dann habe ich es gelassen. Das war hier. Genau, der Dreilauf-Schlangenbiss und der braucht Munition. Und ich weiß nicht, wie man Munition macht. Ich müsste das vielleicht mal... Was haben wir eigentlich hier? Pult für zur Haupt... Nein, hier. Wir könnten langsam überlegen, dass wir die Farben ändern können der Sachen. Da sieht man, was es alles macht. Angriff. 5 von 30. Helfer haben wir ja nicht. Werden wir alles irgendwann feststellen. Wir sind ja noch relativ am Anfang. Ich möchte jetzt, dass diese blöden Sachen... Wir haben noch Zeit, es ist noch relativ früh. Ich möchte, dass die Dinger... Ja, wunderbar, 2. Perfekt. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen Holz hacken. Weil wir es brauchen. Und dann kann ich morgen hoffentlich noch die Brücke abgeben. Ein drittes Mal mache ich aber nicht mit, das reicht, wenn wir da 2 abgeben. Ich hoffe zumindest auch, dass wir das noch abgeben können dann. Wir stellen doch gerade den Stahlträger her, oder? Ich baue gerade nicht... Die sind schon wieder nachgewachsen. Ich erinnere mich, die haben wir doch neulich erst alle abgesinst. So, perfekt. Wir wollen da wieder ein bisschen Holz her. So. Und sobald die Brücke weg ist, kann ich mir vorstellen, haben wir wieder ein neues Gebiet, das wir besuchen können. Das wird spaßig werden. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir dafür einfach 2 von diesen Teilen abgeben müssen. Oder ob es einfach nur reicht, dass wir eine gewisse Zeit verstreichen lassen. Weil sich dann zum Beispiel der gute Higgins um alles gekümmert. Higgins, Mist, natürlich. Higgins, wir haben ja einen Auftrag von Higgins. Ach, der uns garantiert übers Ohr hauen wird. Ich bin immer noch sehr sicher, dass er genau das vorhat. Was möchte er jetzt eigentlich? Kleiner Motor, Carbonstahlbarren, 10 Stück. Habe ich die Sachen hier reingelegt für den da vorne? Kann es sein, dass ich die hier reingelegt habe? Kleiner Motor. Carbon-Stahlbarren haben wir jetzt. 10 Stück bräuchte er. Gucken wir doch mal. Okay, wir haben 9. Da kann ich aber gleich noch einen einsammeln irgendwo. Bin mir, da ist er schon, der 10. Dann haben wir das. Den Carbon-Stahlbarren. Zinnlegierung wären es noch genug. Und wie viel wollte er? Gestärktes Glas, 6 Stück. Das weiß ich natürlich nicht, ob das reicht. Ah ja, doch. Davon haben wir gerade so genug. Gut. Dann könnten wir theoretisch das für Higgins bald abgeben. Die Zinnlegierung, die müsste ich, glaube ich, auch hier herstellen, wenn ich das richtig weiß. Yep. Ich breche mal ganz kurz ab, um 2 Zinnlegierungen herzustellen. So, dann haben wir das ganz bald fertig. Dann haben wir das hier noch. Kann ich den hier fällen, bitte? Ja, ach, den kann ich doch fällen. Ich habe immer gedacht, der wäre zu groß zum Fällen, aber das geht ja. Dann haben wir heute noch den Stahlträger fertig. Müssen die Quest nur noch abgeben, wenn das funktioniert. Was wir heute vermutlich nicht mehr machen können. Weil es dann sehr spät sein wird, aber... Bitte keine Fasern. Ah, doch, Pflanzen. Okay, nein, machen wir das nicht. Dann sammle ich noch ein bisschen Schlangenbeeren ein, wenn ich es finde. Oder könnte ich hier Holz einsammeln, wenn ich sehe. Oder wir gehen einfach darüber und fällen da drüben nochmal ein paar Bäume. Das ginge auch. Na, hier. Treffen sollte man natürlich.
Den will ich nicht fällen. Der ist so hübsch. Der ist da so schön über der, wie heißt sie? Ihr wisst schon, Bushaltestelle. Und ich hoffe einfach, dass wir auf jeden Fall das Porsche Brückending. Warte mal, wie viel Zeit haben wir dafür? 11 Tage und 11 Stunden. Ja, das geht. Deswegen, weil ich glaube, ich habe mal irgendwann was gebaut und dann war das Ding, glaube ich, schon gar nicht mehr dafür nötig. Oder habe ich da einfach noch zusätzlich einen Töff-Töff-Baum? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ja, Spitzhacke, noch ein bisschen Steine klopfen. Vielleicht kriegen wir ja einen Blutstein. Die heißen anders, oder? Ich bin gerade im Guild Wars 2 Modus und muss an Blutsteinstaub denken. Ach ja. Und es weihnachtet ja. So in der realen Welt, meine ich jetzt. Ich muss zugeben, ich freue mich dieses Jahr ein bisschen mehr auf Weihnachten als sonst. Habt ihr denn auch so, dass ihr euch auf Weihnachten schon freut? Ich bin gespannt, ob wir... vor Weihnachten werden wir hier drin im Spiel nicht mehr zum Winter kommen. Dafür haben wir schon die falsche Jahreszeit. Dafür müsst ihr jetzt... Herbst vermutlich schon sein. Wenn wir jetzt Herbst hätten, würde das reichen. Aber da wir jetzt schon noch Frühling haben, schon noch, genau, wird das nicht mehr hinhauen. Leider. Das wäre sonst sehr, sehr schön, wenn es stimmen würde. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht zum Winter wieder in Yonder nochmal reingucke. Yonder hat immer diese wunderschönen... Oh, die sind reif. Perfekt. Ja, dann ernten. So... nein. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie viel... Ihr habt Hunger? Nein, ihr habt keinen Hunger. Mal gerade gucken, wie lange das denn dauert mit denen hier. Die brauchen 8 Tage. Und wir haben noch... Ja, wir haben noch genug. Dann kann ich nochmal anbauen. Und danach können wir dann im nächsten Jahr... So, säen. Und die da vorne sind am nächsten Tag vermutlich fertig, wenn wir wach werden. Die anderen hier brauchen noch relativ lange. Macht aber nichts. Der kleine Feuerfisch irritiert mich total. Ich denke immer, der hat Hunger. So, Moment, bevor ich jetzt was anderes mache. Die müssten fertig sein. Ja, perfekt. So, wir haben alle Dinger, die wir brauchen. Das ist gut. Und die Zinnlegierung für unseren guten Higgins haben wir auch. So. Perfekt, da haben wir es. Noch ein Stück unserer Brücke ist fertig, sonst können wir den Rest hier weglegen. Ich würde hier ganz gerne 3 abteilen und hier reinlegen. Das Ding brauchen wir hier, dann kann ich jetzt das da rein tun. Haben wir noch irgendwas, was fertig ist? Das brauche ich alles da oben. Das kommt höchstens ins... nein, bitte nicht, Juju. Ich renne am liebsten tatsächlich mit dem Schwert rum. So. Wir könnten gleich nochmal Pigment herstellen. Oder herstellen lassen, dann können wir nämlich am nächsten Tag vielleicht... Pigment, wo bist du denn? Kultivierte Erde. Ah, Tierknochen, okay. Ja, dann stell doch mal bitte einfach. Machen wir doch das hier mal. Kultivierte Erde könnte ich dann auch herstellen. Mehl, Zement, Hundefutter. Harz. Ich kann Harz herstellen. Ah, von Baumharz. Okay. Okay, dann gehen wir mal nach drinnen. Oder soll ich versuchen... Es wird spät. Okay, nein. Ich wollte gerade schon fragen, es wird spät. Soll ich mal versuchen, ob ich schon... Aber nein, das machen wir dann nicht. Es ist tatsächlich schon 2 Uhr. Hilfe, ist das spät. Mache ich dann jetzt eine kürzere Episode oder... Habe ich das immer schon hier drin gehabt? Bin irritiert. Ich weiß es nicht genau. Hatte ich das immer... Doch, das hatte ich immer schon hier drin, oder? Ich bin sehr irritiert gerade. Oder war das hier drin?
Ah, das war hier drin, hoppala. Okay, dann tun wir das andere gleich nochmal raus. Aber was fehlt hier? Irgendein Material fehlt hier. Schlangenbeeren, das kommt in was anderes rein. Das Holz kommt in die... Du kommst hier raus und das Holz kommt dafür rein. Genau, weil ich hatte nämlich immer zwei Stapel mit Holz. Und Hartholz haben wir auch mal relativ viel. Ich könnte tatsächlich aus dem Baumharz Harz herstellen. Sollte ich heute eine etwas kürzere Folge einfach machen, damit wir vielleicht... Ich bin gerade am Überlegen. Damit wir mit dem Schlafengehen sozusagen fertig werden können. Oder mache ich... Das ist falsch, das kommt hier vorne noch rein alles. Genau. Das und das. Außerdem der Faden, aber den würde ich verkaufen. Das würde draußen reinkommen und die Raupe muss hinten in die Angelkiste. Tada! Wir wären jetzt, glaube ich, gerade mal bei 26 Minuten oder so. Wir könnten das jetzt so lassen. Ich will mir noch eine Sache schnell gucken. Wir haben 88 Discs. Für die Discs konnten wir jetzt Sachen kaufen, richtig? Okay, wisst ihr was? Ich würde eigentlich theoretisch dazu neigen, jetzt die Folge schneller zu beenden, früher zu beenden, aber... Oh, wir haben einen Skillpunkt. Ja, dann... Ja, dann machen wir das hier, dass die Sachen weniger kosten. Ich würde ganz gerne in unser Fotoalbum noch reingucken. Wir haben hier Selfies gemacht. Das sind die Fotodinger, die wir selber geschossen haben. Aber theoretisch haben wir... Oh, da hat Arlo geschlafen. Und wir waren so Creepy Stalker und haben ihn dabei fotografiert. Da komme ich denn jetzt zurück hier. Gruppenfotos, das sind die, die wir... Drei mit Arlo, fällt gar nicht auf. Genau, die Filmsequenzen, aber die wollte ich mir nicht angucken, sondern ich wollte was anderes. Die Sammlung, ist das das hier? Buntes Lama, Seeigel, Hämmerienkäfer, Schneckma. Wir könnten uns darum mal kümmern, dass wir das eventuell machen. Springtänzer, Wüsten. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir den schon hatten. Lahmschleimi, das wäre unten in den Ruinen. Chemie. Das müsste dieses komische Helferratte, Illusionshäschen. Schlimmkrabbe, die kennen wir noch nicht. Ist das Häschen? War ein Panda? Da kann ich mir vorstellen, dass es von den Pandamäusen was ist. Das Baumwolllama fehlt auch noch. Der Mohnhahn, Frau Marienkäfer. Das ist vermutlich, wenn wir Herr Marienkäfer oft töten. Keine Ahnung, was das ist. Gale, Flurpy, Porsche Times, Drucker, Nora. Okay. Und Landschaften. Okay. Anderes, da haben wir noch gar nichts drin. Ich würde tatsächlich in absehbarer Zeit mal versuchen, ob wir hier die Sammlung ein bisschen vervollständigen können. Dafür müsste ich dann auch noch mal in die Sachen rein. Und morgen, das Fest ist von 10 bis 14 Uhr. Oh, guck mal, ein Spiel mit Sam wäre ab 14 Uhr. Das würde also gehen. Das würde eigentlich ganz gut passen. Vielleicht wird Sam uns da nicht absagen. Und da ist der Geburtstag. Ach du je, Gail hat Geburtstag. Da müssen wir mal gucken, was wir Gail schenken könnten. Egal, dann mache ich jetzt mal an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Morgen können wir schöne Sachen abgeben. Ja, such das Ding bitte. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei My Time mit Porsche. Bis dahin. Bye, bye.